Ja, ich wollte kurz einleiten in diesen Summit mit ein paar Gedanken, die ich mir selbst gemacht habe, mich gefragt habe, wie verändert eigentlich KI allgemein und jetzt schon unser Leben oder auch mein Leben? Und musst du zuerst an mein Handy denken, indem ich im Fotoordner das Wort Katze eingebe und es ploppen tausende Katzenfotos auf, weil mein Handy erkennt, was auf diesen Fotos zu sehen ist, weil eine KI im Hintergrund arbeitet. Eine KI macht mir die Wohnungstür auf oder zu. Wenn ich Siri sage, schließ mal auf und schließ mal ab, dann arbeitet im Hintergrund eine KI, die ich nicht näher kenne und macht die Wohnungstür auf. Wir haben Autos, die selbst fahren können, ich leider nicht, aber theoretisch gibt es sie. Und so weiter, bis hin zur Wahrnehmung unserer Realität, die KIs eben mittlerweile bestimmen. Also wir kennen alle sozialen Netzwerke, die ja maßgeblich von Algorithmen bestimmt sind und wir kriegen ganz viel zu sehen und noch viel, viel, viel mehr nicht zu sehen. Und Entscheidungen darüber trifft eben eine künstliche Intelligenz, die wir alle gar nicht so genau wissen, die wir alle gar nicht so genau kennen. Im März dieses Jahres, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, gab es ein Video vom ukrainischen Präsidenten Zelensky, das schnell viral gegangen ist, weil er gesagt hat, es gibt keinen Morgen mehr, zumindest nicht für mich. Jetzt treffe ich eine schwierige Entscheidung, mich von euch zu verabschieden. Ich rate euch, die Waffen niederzulegen und zu euren Familien zurückzukehren. In diesem Krieg lohnt es sich nicht zu sterben. Das hatte er gesagt, vermeintlich gesagt. Schnell kam raus, das Ganze war nur ein sogenannter Deepfake und jemand wollte offenbar die Menschen demoralisieren und diese Fälschung hat sich auch zunächst als vermeintlich echt im Netz verbreitet. Und das zeigt eben auch, dass KI uns auch täuschen kann. Und das ist eines der Themen, über das wir jetzt sprechen wollen. Das ist das Thema auch unseres ersten Vortrags, den wir gleich hören. Ich begrüße nämlich Dr. Jutta Janel. Sie forscht am Karlsruher Institut für Technologie, genauer am Institut für Technik, Folgenabschätzung und Systemanalyse. Sie berät unter anderem das Europäische Parlament und sie wird uns jetzt einen Einblick geben in das Thema KI in der digitalen Kommunikation. Denn wie wir ja wissen, ist das Thema gerade allgegenwärtig in unserer Kommunikation. Und Frau Janel kennt sich auch besonders aus mit dem Thema Deepfakes. Willkommen in Saarbrücken. Herr Hecklau. Sie haben es mir jetzt schon ein Stück einfacher gemacht, die Kurve zu kriegen von dieser Faszination, die wir heute Morgen alle erlebt haben. Es sind ja auch schon sehr viele Beispiele genannt worden, auch von Ihnen, Herr Hecklau. Zelensky werde ich auch noch mal bringen. Ja, und auch Herr Androulis hat ja viele Beispiele, auch Jan Böhmermann haben wir heute schon gehört. Und wir gehen ja auch selbstverständlich mit diesen ganzen KI-Tools schon um, was Spracherkennung betrifft. Aber wenn ich meine Termine mit dem Arzt ausmache, kann sein, dass es inzwischen schon ein Sprachassistent ist, der eben mir hier weiterhilft. Ja, aber ich möchte jetzt an dieser Stelle so ein bisschen der Spielverderber sein. Ich möchte das Spiel nochmal umdrehen und habe praktisch vorbereitet, so ein bisschen einen Überblick über Dinge, wo wir auch eben innehalten müssen. Was gibt es für Probleme, gerade in der digitalen Kommunikation? Und wie wirkt hier KI? Verstärkt sie Probleme? Gibt es neue Probleme? An was müssen wir denken? Und ich verstehe das eher so als Übersicht, vielleicht auch als Hinweis, was wir heute alles noch hören, um einfach mal die Bühne zu öffnen, was uns vielleicht alles noch heute interessieren wird. Und dafür eben dieses relativ komplizierte Bild, ich habe es jetzt einfach genannt, Phänomene der digitalen Kommunikation. Und es sollen halt problematische Beispiele sein. Ich fange mit der linken Seite an, das habe ich überschrieben mit irreführende oder falsche Inhalte. Das ist ja das Problem, was wir oft in der Kommunikation haben. Und da wird oft unterschieden zwischen Missinformationen, also nicht wissentlich oder unbeabsichtigte Falschinformationen. Desinformation, da haben wir ja eben auch schon ein Beispiel gehört, das ist tatsächlich eine Absicht, falsche Informationen hier zu verbreiten. Ja, in dem Zusammenhang auch der Begriff Fake News, das ist ein ganz besonderes Format von Desinformation. Das ist so eine journalistische Aufmachung von Nachrichten, wo wir eigentlich davon ausgehen, dass die korrekt sein müssten. Dann, wenn ganz bestimmte Akteure Desinformation verbreiten, dann, gerade wenn es politische Akteure noch sind, dann sind wir schon in dem Bereich Propaganda. Und dann eben ganz spezifisch synthetische Inhalte. Und gerade dieses Problem, also hergestellte synthetische Inhalte, die es so eigentlich real nicht gibt, also zum Beispiel Fotos von Menschen, die real nicht existieren
Und das ist eben typischerweise so eine Anwendung von Deepfakes. Das wird uns jetzt immer wieder ein bisschen begleiten. Deepfakes, das sind praktisch synthetisch oder manipulativ hergestellte Inhalte von Medien, also Audio, Medien, aber auch Video oder Bilder, die praktisch mit KI synthetisiert oder manipuliert sind. Und diese spielen natürlich auch im Kontext von Miss- und Desinformation oder von Fake News eine große Rolle. Und dadurch, dass sie so authentisch wirken, können sie genau diese Probleme ja auch noch sehr viel mehr in den Vordergrund rücken und uns viel mehr Probleme machen. Und dann gibt es eine weitere Kategorie, die illegalen Inhalte. Hier geht es schon um Inhalte und Formate, für die es eigentlich schon Regulierung und Gesetze gibt. Also zum Beispiel Hassrede, alles was mit Gewalt zu tun hat, pornografische Inhalte. Und da auch wieder der Hinweis, die meisten Anwendungen von Deepfakes, nur hier so als Statistik, zu 96% handelt es sich um pornografische Inhalte, das heißt Gesichter, die von Personen auf pornografische Videos kopiert wurden. Und ein nächster illegaler Inhalt, den man berücksichtigen muss, Identitätsklau, Cyberkriminalität. Sie kennen vielleicht diesen Begriff SIO-Fraud. Also diese ominösen Anrufe an entscheidungsbefugte Personen in Unternehmen, die eben irgendwie angerufen werden und die sollen irgendwelche Überweisungen betätigen oder irgendwelche Passwörter rausgeben. Und das ist jetzt noch viel schwieriger geworden, indem man sogar auch Stimmen nachmachen kann. Eben auch wieder Stichwort Deepfakes. Also jetzt klingt die Stimme so wie die Stimme des Chefs und wird alles schon noch viel schwieriger. Ja, und dann habe ich noch die Kategorie der schwer abgrenzbaren erlaubten Phänomene. Da hatten wir ja heute auch schon das Jan Böhmermann Beispiel. Sie fragen sich alle, Satire, was ist das jetzt für ein problematisches Phänomen? Im Prinzip ist das ein ganz tolles Phänomen. Es ist aus demokratischer Sicht ja auch eine Art und Weise, wie man ganz andere Perspektiven nochmal sehr unterhaltsam einbringen kann in eine Debatte. Aber Akteure wissen genau, Satire ist geschützt durch Kunst und Meinungsfreiheit. Das ist ein sehr hohes Gut bei uns in der Demokratie und es ist ja auch wichtig. Und das wird oft ausgenutzt, um quasi schon bis an die Schmerzgrenze Satire durchzuführen. Und auch hier habe ich wieder ein Beispiel aus KI und auch wieder aus der Ecke der Deepfakes. Ja, die Klitschko-Anrufe, das sind zwar eigentlich keine richtigen Deepfakes, das waren Komiker aus Russland, also das ist auch so ein typisches Beispiel. Und die hatten ein Jahr zuvor auch in Zoom-Calls europäische Parlamentarier getäuscht und haben vorgegeben, Vertraute von Nawalny zu sein. Also das hat eine große Irritation gegeben, man dachte, oh Gott, was für eine Desinformation, aber es war nur Satire. Also es war erlaubt. Also das muss man sich auch mal nochmal vergewissern. Als nächste Kategorie habe ich manipulierte oder nicht authentische Verteilung hier genannt. Das ist natürlich ein Phänomen, was typisch ist jetzt für den digitalen Kontext. Hier geht es nicht nur um Inhalte, wie jetzt zum Beispiel bei der analogen Kommunikation, sondern wir können die ganze Verteilung ja auch manipulieren. Wir können Zielgruppen ansprechen durch Microtargeting. Dadurch wird auch wieder die demokratische Debatte unterminiert. Es gibt jetzt eventuell Filterblasen oder Echokammern oder sonst welche Phänomene. Und wir können mit auch wieder getäuschten Bildern, auch wieder Stichwort Deepfakes, Fake-Accounts herstellen. Man kann diese Fake-Accounts ganz geschickt auch vernetzen. Und man kann die jetzt ferngesteuert noch benutzen. Dann haben wir diese Social Botnets. Und damit könnte man auch einiges anstellen, was jetzt eher hypothetisch ist. Man könnte Marken manipulieren, man könnte Börsen manipulieren. Man könnte eine ganze Menge wirtschaftlichen Schaden auch anrichten. Also alles mit Hilfe von KI wohlbedacht. Und dann habe ich noch eine letzte Kategorie, die mir eingefallen ist. Das ist die eingeschränkte Nachprüfbarkeit und Vereinfachung von Darstellungen und Inhalten, also Stichwort Verschwörungsmythen oder Pseudoscience. Und da fragen Sie sich auch, was hat das jetzt mit KI zu tun? Aber auch da gibt es viele Beispiele. Also ein ganz konkretes Beispiel ist das Video von George Floyd, was eben in New York aufgenommen wurde.
Und da gab es doch wirklich einen Verschwörungstheoretiker, der gemeint hat, das ist kein echtes Video, das ist ein Deepfake. Das George Floyd ist schon längst gestorben und das wird eben mit der Absicht verbreitet, um die Massen so zu beunruhigen. Also das ist auch möglich, alles mit KI. Und insofern, Sie haben gesehen, sicherlich fallen Ihnen vielleicht noch andere Kategorien ein. Auf jeden Fall, Deepfakes spielt so immer eine Rolle. Und ich habe das deswegen so dargestellt, so als Spitze des Eisberges. Deepfakes, das ist keine eigene Kategorie, sondern das spielt überall eine Rolle und im Prinzip potenziert das auch alles. Und letztendlich, wenn man einen Strich drunter zieht, was ist jetzt eigentlich das Problem? Und das Problem ist eben der Wahrheitszerfall, der Vertrauensverlust in Personen, in Informationen, in ganze Institutionen. Und in der Literatur sagt man dazu Liars Dividend, das ist ein komisches Wort, auf Deutsch Lügnerinnen Dividende. Je eingehender die Bevölkerung jetzt über die Möglichkeiten von Deepfakes zum Beispiel unterrichtet sind, desto eher kann auch eine Skepsis gegenüber echten Quellen hervorgerufen werden oder die sogar missbraucht werden. Eben dieses Beispiel von George Floyd. Also ich kann Videos, die beweisen, dass ich vielleicht hier irgendwie was falsch gemacht habe, ich kann hingehen und sagen, das ist einfach nur ein Deepfake, das stimmt überhaupt nicht. Und es ist forensisch sehr schwierig nachzuprüfen, ob jetzt ein Video echt ist oder gefälscht. Und die Philosophin Hannah Arendt hat schon vor Jahrzehnten gesagt, jetzt habe ich auch noch ein Zitat, es sind ja schon heute mehrere Zitate gekommen, a people that no longer can believe anything cannot make up its own mind. Oh, das ist ein Tippfehler, sehe ich. And with such a people you can then do what you please. Und das ist eben die Gefahr an den ganzen Dingen. Also hier steht wirklich die Demokratie auch in Gefahr. Und es gibt verschiedene Maßnahmen. Wir müssen einfach adressieren, diese Probleme. Ich möchte die nur in der Übersicht darstellen, weil es gibt viele Ausführungen heute, die da eben genauer reingucken. Es gibt natürlich die Möglichkeit der Regulierung. Wir haben staatliche Regulierung. Wir haben diese Entwürfe der Verordnung zur künstlichen Intelligenz. Wir haben Datenschutz. Wir haben Urheberrecht, der extra geändert wurde wegen diesen Bildmanipulationen. Wir haben natürlich das Strafrecht. Und wir haben auf der anderen Seite Selbstregulierung der Plattformen selber. Wir haben diese allgemeinen Geschäftsbedingungen von Twitter, von YouTube. Und wir haben viele freiwillige Initiativen und Verhaltenskodizes, wo jetzt gerade im Sommer nochmal sehr strengere Formen der Kodizes ausgearbeitet wurden. Und wir haben auch seit Sommer dieses Gesetz über digitale Dienste, die eben versucht, auch Leitlinien und Leitplanken für Plattformen hier zu adressieren und ein besseres Beschwerdemanagement, weil die Täter im Digitalen sind halt wirklich schwer zu fassen. Und das werden wir heute auch noch sehen, natürlich haben wir auch Möglichkeiten der Technik und wichtig sind auch natürlich bildungspolitische Maßnahmen, um auch hier an der Seite der Nutzer von der Perspektive anzufangen, auch eine Resilienz hier einzubringen und die Stärkung auch der Medienkompetenz hier wirklich explizit auch einzusetzen, weil Regulierung alleine, da gibt es viele Lücken, viele Probleme, viele Widersprüchlichkeiten und insofern muss man hier auf mehreren Ebenen handeln, weil das Problem eben auch auf mehreren Ebenen sichtbar ist. Und insofern, ich bin jetzt am Ende meines Vortrages. Ich habe jetzt viele Dinge angerissen, ein paar Puzzleteile einfach vorgestellt. Und ich glaube, bei den weiteren Vorträgen kann man dann immer noch mal so einzoomen und am Ende vielleicht einen besseren Zusammenschluss dann auch kriegen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Sie dürfen sich gerne. Ja. Sie haben es gerade schon angesprochen, die Demokratie, die muss etwas tun und da möchte ich gerne mal die Brücke bauen zu unserem nächsten Thema, denn die Demokratie tut etwas. Ich möchte Ihnen eines der wichtigsten Datenschutzprojekte innerhalb der EU vorstellen und zwar die europäische Cloud. Ich weiß nicht, ob Sie sich Gedanken darüber gemacht haben, welche Ihrer Daten in den Clouds so rumwabern. Also ich habe letztens auf dem Handy mal falsch geklickt und schon war mein komplettes Handy-Backup in irgendeiner Cloud, die ich auch nicht genau beziffern kann und auch nicht genau weiß, wo das ist und tatsächlich wabern unsere Daten, unsere Fotos, unsere Videos aus dem letzten Urlaub, unsere Social Media Accounts, Inhalte unserer Computer, die sind alle mittlerweile in Clouds gespeichert und damit die möglichst
nicht oder zumindest nur sehr selten gestohlen und gehackt werden, braucht es Datenschutz. Und da gibt es in der EU ein großes und sehr wichtiges Projekt, und zwar die europäische Cloud. Und die werden wir Ihnen nun genauer vorstellen. Karin Potell wird das machen, eine Anwältin aus Saarbrücken, wird uns nun das Datenschutzprojekt Gaia-X vorstellen, Gaia-X 4 im Speziellen, da geht es um die Automobil-Cloud, wenn ich nun nichts Falsches sage, ansonsten korrigieren Sie mich direkt. Also wir werden Ihnen einen Unteraspekt aus diesem Gesamtprojekt vorstellen, da das doch sehr komplex ist und wir gesagt haben, in 5 Minuten, da fokussieren wir uns auf einen Aspekt. Karin Potell, herzlich willkommen in Saarbrücken. Danke für die nette Vorstellung. Also mein Name ist Karin Potell und ich möchte heute über Cybersicherheit und Datenschutz am Beispiel von Gaia-X sprechen. Warum überhaupt ein Forschungsprojekt? Also wir sind eine Kanzlei und wir kommen aus dem Bereich der Produktsicherheit. Und gerade wenn es um die Entwicklung von neuen Produkten geht, dann geht es auch immer um den regulatorischen Rahmen, den man am besten von Anfang an berücksichtigen sollte, damit es zu keinen unerwarteten Problemen oder gerade wenn man dann seine Produkte auf den Markt bringen möchte, dass es da eben keine Schwierigkeiten gibt. Deshalb beteiligen wir uns auch gerne an Forschungsprojekten, um bereits in diesem Zeitpunkt zum regulatorischen Rahmen und eben auch zur Entwicklung des Produktes beizutragen. Bei Gaia-X scheren sich halt so ein paar Themenbereiche. Das ist dann die KI, der Datenschutz, das IT-Recht, die Cybersicherheit und auch so ein paar Spezialbereiche. Das ist in unserem Fall der Automotive-Bereich. Und wir arbeiten da immer so, wir gucken uns an, was ist denn das Ziel? Und Gaia-X hat sich hier selber einige Ziele gegeben, und zwar soll durch angewandte KI der Bereich der Mobilität befördert werden. Es geht um die Schaffung einer IT-Infrastruktur, insbesondere um eine Plattform, über die Mobilitätsdaten ausgetauscht werden sollen. Diese Plattform soll bestimmten Standards folgen. Dazu werden wir später auch noch ein bisschen mehr hören. Allgemein, wenn hier Sachen ausgetauscht werden sollen, also Daten, ob die jetzt einen Personenbezug haben oder nicht, soll dieser ganze Austausch eben transparent sein. Es soll offen gestaltet werden, es soll über eine dezentrale Struktur abgewickelt werden. Denn das Wichtige dabei ist, dass eben diese Daten, die ausgetauscht werden in der EU, besonders vernetzt werden können, um hier auch für die Industrie neue Vorteile ziehen zu können. Ganz besonders möchte ich mir mit Ihnen den Bereich der Cybersicherheit angucken. Und das ist ein total spannender Bereich, weil es gibt kein einheitliches Gesetz, aus dem wir sämtliche Vorgaben für diesen Bereich ableiten können. Das heißt, wenn wir jetzt ein Produkt entwickeln, das diese Bereiche tangiert, das heißt, wenn wir unser Produkt cybersicher gestalten wollen, dann müssen wir uns eben eine Vielzahl von Vorschriften angucken. Und die ergeben sich, je nachdem, was für ein Produkt wir haben, aus unterschiedlichen Gesetzen. Das können zum einen Wettbewerbsbeschränkungen sein, das heißt, wir wollen Informationen austauschen, die dem Geschäftsgeheimnisschutz unterliegen. Dann müssen wir besondere Anforderungen beachten. Sollen personenbezogene Daten ausgetauscht werden, dann kommen wir zu dem leidigen Thema vieler, da muss der Datenschutz berücksichtigt werden. Das heißt, wir kommen in den Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung, die neben rein datenschutzrechtlichen Vorschriften auch Anforderungen an die IT-Sicherheit stellt. Diese Anforderungen ergeben sich insbesondere aus Artikel 32 der Datenschutzgrundverordnung. Es gibt aber auch noch andere Bereiche, die man nicht so auf dem Schirm hat. Das mag dann das Steuerrecht sein oder das mögen allgemeine Risikoverhütungsvorschriften sein. Daneben gibt es noch spezialgesetzliche Vorschriften und die müssen wir uns angucken, zum Beispiel wenn wir über Medizinprodukte reden, weil das ein Bereich ist, wenn jemand auf meinen Herzschrittmacher zugreift, das berührt die Menschen natürlich besonders und das greift besonders eben in dieses Sicherheitsgefühl ein. Aber auch ganz andere Bereiche wie das autonome Fahren beispielsweise.
Weil auch hier können wir über autonome Fahrzeuge große Schäden herbeiführen. Wir können in Fahrzeugflotten eingreifen. Und das sind die Bereiche, die eben besonders geschützt werden sollen und auch deshalb besonderen Regularien unterliegen. Jetzt die letzten Tage ist auch viel durch die Medien gegangen. Das sind dann Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen. Die können in verschiedenen Formen vorliegen, sei es der Energiesektor, der Gesundheitssektor, Wasser. Also all das, was bei einer großen Anzahl von Personen eben zu großen Beeinträchtigungen führen kann und eben das Gesellschaftsgefüge besonders stören kann. Wenn wir die freie Wirtschaft betrachten, können sich aber auch cybersicherheitsrechtliche Vorgaben eben aus vertraglichen Vereinbarungen mit unseren Handelspartnern ergeben oder, wenn wir im Forschungsbereich sind, natürlich auch mit den Projektpartnern. Das sind all die Sachen, die wir eben von Anfang an berücksichtigen müssen und die wir dann da auch einfließen lassen. Als zweiten Bereich habe ich den Datenschutz mitgebracht. Wie ich jetzt eben schon gesagt hatte, gibt es natürlich die cybersicherheitsrechtlichen Anforderungen, die sich auch aus der DSGVO ergeben können. Aber besonders, wenn es um den Schutz personenbezogener Daten geht, stellt die DSGVO auch sehr strenge Anforderungen. Eine Datenverarbeitung muss grundsätzlich immer auf einer Rechtsgrundlage beruhen. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Die betroffene Person kann einwilligen oder es kann ein berechtigtes Interesse geben. Die Datenverarbeitung ist zur Vertragserfüllung erforderlich. Das heißt, beispielsweise, wenn ich ein autonomes Fahrzeug betreibe, dann ist da ein gewisser Datenaustausch erforderlich, damit das ganze Konstrukt eben funktioniert. Betroffen von den Regelungen der Datenschutzgrundverordnung ist immer der Verantwortliche, das heißt derjenige, der über die Zwecke und Mittel entscheidet. Kommen wir in andere Bereiche wie das Medizinrecht, dann gibt es auch Daten, die besonders geschützt sind, das sind die Artikel 9 Daten. Die Komponenten, die hier verwendet werden, um Daten zu verarbeiten, die unterliegen besonderen technischen Anforderungen, das heißt besondere Voreinstellungen, die eben datenschutzfreundlich sein sollen, aber auch die ganze Gestaltung der Technik. Betroffene Personen können hier auch einige Rechte geltend machen. Es kann eine Löschung angefordert werden, Auskunft, es gibt Informationspflichten. Das sind alles Sachen, die berücksichtigt werden müssen. Und das gilt insbesondere auch, wenn ich eine Plattform schaffen möchte, über die eben solche Daten ausgetauscht werden sollen. Als letzter Punkt möchte ich mich der Frage zuwenden, was hat das überhaupt alles mit Medien zu tun? Und ich glaube, die Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Jetzt haben wir eben schon so ein bisschen über Deepfakes und solche Sachen gesprochen. Wenn ich eine Plattform schaffe, über die ich ganz sicher Daten austauschen kann, das heißt, ich weiß, wo die Daten herkommen, vielleicht verknüpfe ich das noch mit einer Blockchain, das heißt, ich kann nachvollziehen, ob die Daten verändert wurden, seitdem sie da online gestellt wurden und was mit meinen Daten passiert ist, wo sie herkommen, dann habe ich auch die Möglichkeit, eben auch in den Medien dafür zu garantieren, dass das eben gute Informationen sind, mit denen ich arbeite. Und über das Projekt hinaus lässt sich vielleicht dieser Gedanke dieser einheitlichen Plattform, sei es für den Automotive-Bereich oder eben auch für einen Medienbereich, sehr weit tragen. Und ich hoffe, damit konnte ich ein bisschen hier zur Diskussion beitragen. Leidlich momentan regulieren lässt, kommen wir jetzt mal zu dem Bereich, bei dem es Gesetze sehr schwer haben, zum Beispiel Normen und Ethik. Da gibt es ja immer ein viel zitiertes Beispiel über das Auto, das sich entscheiden muss, ob es den Insassen gefährdet oder eben vielleicht eine Fußgängermenge auf dem Bordstein, wenn sich ein Unfall möglicherweise vermeiden ließe. Wie entscheidet eine KI in so einem Fall? Schützt sie eher den Fahrer oder schützt sie eher die Gruppe? Das sind so wichtige Fragen, die wir derzeit diskutieren, auf die es teilweise auch noch keine Antworten gibt. Ich sehe gerade, dass es hier schwarz geworden ist. Ich hoffe, das hat eine Bewandtnis. Ah ja, perfekt. Denn ich möchte unseren nächsten Referenten ansagen. Dr. Frederik Raber hat hier in Saarbrücken studiert, ist dann zum Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz gewechselt, hat dann beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gearbeitet, beziehungsweise arbeitet dort auch immer noch, wo er heute das Projekt Normen und Standards in der KI leitet. Und wir freuen uns sehr darauf, dass er uns das jetzt vorstellt. Herzlich willkommen in Saarbrücken. Applaus
Hallo zusammen. Wir haben heute schon vieles gehört. Ich habe auch schon gehört, wir sind so der Spielverderber. Also ich sehe das nicht ganz so. Ich sehe uns eher als diejenigen, die das Spiel überhaupt erst möglich machen. Weil wenn wir diesen Wildwuchs wirklich komplett zulassen würden, dann wäre die schwächere Partei, das ist in der Regel dann der Endverbraucher, der sich vielleicht technisch nicht so gut auskennt, der würde dann auf der Strecke bleiben. Und das ist ja nicht unbedingt das, was wir dann als Gesellschaft auch wollen. Und wie wir das Ganze durch Normen und Standards am BSI unterstützen können, das werden wir jetzt im Folgenden sehen. Erstmal der Grundsatz, was macht das BSI überhaupt? Das ist unser Grundsatz des BSI. Das BSI als die eine Cybersicherheitsbehörde des Bundes, gestaltet Informationssicherheit in der Digitalisierung durch drei Sachen, nämlich Prävention, Vorbeugung, Detektion, also die Erkennung von Gefahren, und Reaktion, also die Abwendung von bestehenden Gefahren, und zwar für drei Stakeholder, für Staat, für Wirtschaft und für die Gesellschaft. Wir machen also Cybersicherheit in fast jedem Bereich. Heute konzentrieren wir uns auf das, was wir im Bereich KI machen. Da habe ich hier eine kleine Übersichtskarte von dem, was wir unter anderem an KI machen. Die ist auch nicht erschöpfend. Wir machen unter anderem IT-Sicherheit für KI. Also wir schauen uns an, wie kann man KI-Algorithmen hacken, wie kann man das verhindern. Wir schauen uns an, wie Angriffe durch KI aussehen können, wie man denen vorbeugen kann. Wir schauen uns an, wie IT-Sicherheit durch KI erfolgen kann, also wie kann man KI nutzen, um zum Beispiel Systeme zu testen oder auch um Angriffe automatisiert zu erkennen, vielleicht auch abzuwehren. Wir kümmern uns um KI und digitalen Verbraucherschutz, also was müssen wir den Nutzern, den Endkunden, den Verbrauchern an die Hand geben, damit die selbstständig entscheiden können, welche KI sie in welchem Einsatzgebiet nutzen wollen, welche sie nicht nutzen wollen. Und letztendlich, und das ist das Thema, um das es auch heute geht, machen wir auch Normen und Standards für KI, also Prüfkriterien, Prüfwerkzeuge und Prüfkataloge, mit denen man sicherstellen kann, dass die KI auch vertrauenswürdig ist. Und jetzt kommt der große Trommelwirbel. Von den eben gezeigten Themen haben wir vier, also alles außer Normen und Standards. Sogar in Saarbrücken, hier am Share Tower, hat man bestimmt schon gesehen, sind genau diese roten Gebäude hier, werden dort bearbeitet in zwei neuen Referaten, die in der Endausbaustufe 30 Stellen dann umfassen werden. Haben wir gerade letztes Jahr eröffnet, da bin auch ich untergebracht. Also gerne auch mal vorbeikommen, wenn es um die Themen KI-Sicherheit für KI, durch KI und Angriffe geht. Für das Thema Normen und Standards werde ich jetzt kurz was erzählen, was wir da schon gemacht haben. Es hat alles angefangen mit dem C5-Katalog. Der ist vielleicht dem einen oder anderen noch bekannt, der sich im Cloud-Bereich bewegt. Das ist ein Katalog für Cloud-Sicherheit, hat insgesamt 121 verschiedene Kriterien in 17 Bereichen. Und man sieht, was für einen Einfluss der hat, anhand dessen, wofür der dann noch weiter verwendet wurde. Also der wurde sogar auf EU-Ebene im EU-CS wurde der weiterverwendet, fast schon wörtlich zitiert, für die Substantial-Anforderungen für KI und auch in dem Gaia-X-Projekt, von dem wir eben schon gehört haben, wo natürlich Datensicherheit auch eine große Rolle spielt, hat man sich auch sehr stark an diesem Katalog orientiert. Aufbauend für KI, speziell in der Cloud, haben wir dann noch den AIC4 entwickelt. Der kam im letzten Jahr raus in Version 1. Der baut auf dem C5 auf. Also man kann nur AIC4 testieren lassen, wenn auch C5 schon bereits testiert wurde. Hat wieder 47 weitere Kriterien in 7 Bereichen. Und nur eine Kombination ermöglicht dann den sicheren Betrieb von KI in einer Cloud. Da sprechen wir von technisch sicherem Betrieb. Was hat man davon? Wie sieht sowas dann aus? Was man natürlich als Firma hat, wenn man sich entsprechend testieren lässt, ist, dass man ein Vertrauen demonstrieren kann. Man kann nachweisen, dass die Software, die man hat, auch sicher ist. Man hat einen USP, den ein anderes Unternehmen vielleicht nicht hat, und hat dadurch natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil, den man nutzen kann. Rechts sehen wir die verschiedenen Kategorien, jetzt am Beispiel vom AIC4, dass man mal sieht, wie sowas aussehen kann. Da haben wir zum Beispiel die Sicherheit, die Robustheit eines Systems, die wird abgeprüft, die Performance, die Funktionalität wird abgeprüft, die Zuverlässigkeit, insbesondere die Fehlerbehandlung wird abgeprüft. Dann Daten ist ein großes Themenfeld, die Datenqualität, also dass die Daten eine entsprechende Qualität haben, damit man nicht das berühmte Garbage in, Garbage out hat. Also wenn man Müll als Daten reinsteckt, bekommt man auch nur Müll als
Antwort aus der KI heraus, mit der man dann nichts anfangen kann. Das Data Management, also dass mit den Daten ordentlich und sicher umgegangen wird, dass die nicht veruntreut werden, ist natürlich auch wichtig. Und speziell die letzten zwei Bereiche sind auch, glaube ich, gerade für die Endnutzer sehr interessant, nämlich die Explainability, also die Erklärbarkeit dieses KI-Systems, dass man auch nachvollziehen kann, warum ein System so entschieden hat, warum ich zum Beispiel den Kredit nicht bekommen habe. Und natürlich auch, dass wir Bias vermeiden, also dass wir Diskriminierung durch den Algorithmus, sei es einfach durch Daten, sei es durch die Entwicklung, vermeiden. Genau. Noch kurz als Ausblick, was wir gerade am Arbeiten sind, ist eine Zuarbeitung zu dem neuen EU AI Act. Der wurde in diesem Jahr vorgestellt. Der wird auch Ende des Jahres dann finalisiert durch die EU. Wird 2024 in Kraft treten und hier sind wir auch dabei, aktuell mit sehr vielen verschiedenen Projekten in verschiedenen beispielhaften Use Cases Kriterien zu entwickeln, um KI dann auf EU-Ebene zertifizieren zu können. Und das wird dann auch in einer gesetzlichen Vorschrift nachher enden, die dann verbindlich umgesetzt werden muss für solche Hochrisikoanwendungen, wie sie hier skizziert sind. Genau, nochmal kurz, und dann bin ich auch schon am Ende angelangt, nochmal die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Also das BSI ist die Cybersicherheitsbehörde, die wir hier in Deutschland haben. Uns gibt es jetzt auch in Saarbrücken, in unserer schönen neuen Filiale. Und wir haben viele Bereiche im Bereich der Prävention, Detektion und Reaktion, im Bereich Informationssicherheit im Allgemeinen, sei es auch sichere Netze, sichere Mobiltelefone, alles Mögliche. Wir sind auch im Bereich KI, da sind wir in Saarbrücken drauf spezialisiert. Und deswegen nochmal der Aufruf von mir an Sie. Wenn Sie irgendwas im Bereich Cybersicherheit haben, das Sie umtreibt, wo Sie sagen, das könnte interessant sein für das BSI oder da hat das BSI Kenntnisse dran, von denen wir profitieren können, dann kontaktieren Sie mich wirklich. Also man kann mich schön erkennen hier an dem BSI-Button. Kontaktieren Sie mich gerne nachher oder auch später nochmal. Reden Sie mit uns und nur dadurch ist es möglich, dass Sie und wir gemeinsam die Cybersicherheit, die Informationssicherheit des Landes in Zukunft gestalten können. Vielen Dank. Hier nur meine Kontakte. Vielen Dank. Also Sie merken schon, wir sind hier im KI-Hotspot des Saarlandes tatsächlich, denn hier ballt sich ja die gesamte saarländische und auch teilweise bundesweite KI-Forschung. Denn auch unser nächster Referent hat sein Büro nur ein paar Häuser weiter, allerdings nicht im technischen Teil des Campuses, sondern im psychologischen, den ich übrigens auch sehr gut kenne, denn ich habe auch Psychologie studiert hier in Saarbrücken. Deswegen freue ich mich ganz besonders auf unseren nächsten Referenten, der sich mit der Psychologie hinter der KI beschäftigt. Denn wir haben ja schon an manchen Stellen heute darüber gesprochen, wie menschlich KI denn überhaupt sein soll, sein will und wollen wir als Menschen, dass KI andere Menschen imitiert. Sie kennen das vielleicht alle, wenn Sie sich mit einem Callcenter anlegen, dann sind das immer öfter auch elektronische Systeme, die als erstes die Chat-Anfragen kanalisieren und Sie nur im äußersten Notfall zu einem echten Menschen weiterleiten. Und ganz oft wissen wir Nutzerinnen und Nutzer wahrscheinlich auch gar nicht mehr, dass wir da gerade mit einer Maschine oder mit einer KI sprechen. Über diese und andere Fragen forscht Tim Hunziker, Psychologe hier an der Saar-Uni. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Wie gesagt, ich bin Tim Hunziker und ich werde heute ein bisschen die psychologische Perspektive in diesem Spannungsfeld beleuchten. Kurz zu mir, ich komme ursprünglich aus der Arbeits- und Organisationspsychologie am Lehrstuhl von Professor König, aber meine Arbeit betrifft inhaltlich eher so diesen Bereich ja, automatisierte bzw. algorithmische Entscheidungsfindung. Oder kurz, wir machen psychologische Forschung zu KI, rund um Markus Langer. Genau, Psychologie und KI, also mein Pitch ist überschrieben mit ja, die Rolle der Psychologie in der KI. Grundlegend kann man natürlich sagen, ja, überall, wo Menschen sind, da spielt Psychologie eine Rolle. Und innerhalb der KI ist es so, dass die Psychologie eben genau an dieser Schnittstelle zwischen dem Menschen und KI ist. Ich habe hier mal ein paar Beispiele mitgebracht. Also KI entwickelt sich immer weiter, tritt in immer mehr Lebensfelder ein. Es gibt bereits Sachen, da spielt der arbeitenden Menschen und KI schon zusammen. Es sind teilweise Aufgaben, die vorher nur von Menschen
betätigt wurden, werden jetzt teilweise von KIs selbst schon übernommen oder die Entscheidungen werden von die Menschen treffen, werden von KIs unterstützt in Form von Entscheidungsunterstützungssystemen. Menschliche Entscheidungen an sich sind schon recht komplex. Jetzt kommt noch mal eine ganz andere Komponente hinzu, die das Ganze noch weiter verkompliziert. Und genau solche Sachen und genau zu solchen Sachen machen wir eben Forschung. Wie wird jetzt noch mal diese menschliche Entscheidungsfindung von solchen Dingen noch weiterhin beeinflusst? Ein weiteres Beispiel, Biasy oder Verzerrungen sind innerhalb der Psychologie auch schon ein sehr großes Thema, weil der menschliche Entscheidungsapparat ist super komplex. Wie ist es jetzt bei der Nutzung, wie spielen jetzt solche Biasy in der Nutzung von KI in verschiedenen Anwendungsfeldern eine Rolle? Zum Beispiel im Bereich der Medizin, dass beispielsweise verschiedene Therapiemöglichkeiten für bestimmte Personengruppen nur möglich sind und so wird indirekt diskriminiert. Im Bereich der Personalauswahl, dass bestimmte Personengruppen durch algorithmische Entscheidungen, die dann nachher auf bestimmten Parametern basieren, dadurch auch zum Beispiel diskriminiert wird. Oder auch im Bereich der Medien. Ein Beispiel, was wahrscheinlich auch jeder kennt, ist innerhalb von Algorithmen im Rahmen von Social Media, dass zum Beispiel bestimmte Inhalte, die bestimmte Emotionen triggern, einfach viel präsenter dargestellt werden und somit, weil die Interaktionen damit halt einfach hervorgerufen werden und somit Algorithmen in solche Richtungen auch gelenkt werden. Ich habe hier ein paar Ergebnisse oder beziehungsweise ein paar Sachen mitgebracht zur aktuellen Forschung, die wir so betreiben, als Beispiele. Zum Beispiel hatten wir in der Studie herausgefunden, dass Menschen weniger stark auf mögliche Diskriminierung durch eine KI reagieren im Vergleich jetzt zu einem Menschen. Das ist so ein bisschen damit verbunden, dass noch so ein gewisses Perfektionsschema herrscht. Also von der KI wird erwartet, okay, da ist jetzt was automatisiert funktioniert, das kann jetzt gar nicht von solchen Sachen wie Biasy beeinflusst sein. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Menschen erwarten, dass diese KI auch weniger stark auf solche geschützten Eigenschaften halt achtet, was damit auch so ein bisschen verbunden ist, dass Geschlecht geschützt ist, dass die Herkunft geschützt ist und die KI davon weniger beeinflusst wird, als jetzt von einem menschlichen Entscheider. Wir machen auch Forschung viel zu Explainability, wurde auch vorhin schon als Thema so ein bisschen angesprochen. Eine ganz aktuelle Studie haben wir auch zeigen können, dass Erklärungen auch dazu führen können, dass Menschen solchen KI-basierten Empfehlungen folgen, wenn ein Bias vorhanden ist, also wenn so ein KI-Output so ein bisschen systematisch verzerrt ist und eigentlich man erkennen würde, okay, nee, da stimmt irgendwas nicht, bekommen die Menschen jetzt eine Erklärung dazu, folgen sie dieser Empfehlung trotzdem. Also was auch so ein bisschen ein negativer Aspekt von Erklärungen sein kann, also dass man gewiss in diesem Explainability-Bereich auch darauf achten muss, okay, welche Erklärungen gebe ich jetzt und in welchem Kontext gebe ich sie, ist es nicht immer förderlich, dass es diese Erklärung halt auch wirklich immer dieses Vertrauen fördert oder eine Akzeptanz oder zu einer Folge führt, sondern auch negative Aspekte haben kann, dass wenn so ein Bias da ist, eben diesem auch gefolgt wird. Das lasse ich jetzt so in der Kürze stehen. Hier sind meine Kontaktdaten. Und ich freue mich auf den Austausch und die Diskussion. Vielen Dank. So, ich bringe mir mal meinen Stuhl mit auf die Bühne. Wir machen eine kurze Diskussionsrunde mit Blick auf die Uhr. Gibt es denn schon eine Frage aus dem Publikum? Ansonsten gerne melden. Wir haben wieder ein Mikrofon, dann würden wir es Ihnen geben. Ja, ich klicke mal in die Runde. Wir haben ja ganz verschiedene Ansätze in dieser Runde sitzen. Ansätze aus der Wissenschaft, aber auch juristische Ansätze oder auch Datenschutzansätze. Was ist denn so, was mich interessieren würde, wie hat sich Ihr Berufsfeld in den letzten Jahren geändert? Es wird ja immer differenzierter, habe ich das Gefühl, also auch nach Ihren Vorträgen. Also es ist so aus Laiensicht, dass das Thema KI, man stellt sich eine künstliche Intelligenz vor, aber in Wirklichkeit merke ich, dass so Ihre Berufsfelder unfassbar ausdifferenziert werden. Können Sie das so ein kurze Gedanken fassen? Wie hat sich das Berufsfeld geändert bei Ihnen? Da
Das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was Sie vor vielen Jahren noch nicht haben kommen sehen, dass Sie mal ExpertInnen für KI werden, würde ich jetzt mal vermuten. Soll ich anfangen? Gerne. Also in der Technikfolgenabschätzung ist es so, dass wir KI praktisch auch erst seit 2-3 Jahren genauer betrachten, nachdem das eben in der Politik auch angefangen hat, dass man mit ethischen Diskussionen und dann mit politischen Initiativen angefangen hat. Und sonst ist bei uns eigentlich in der Forschung eher so, wir gucken auf viele verschiedene Technologien und da hat sich eigentlich geändert, dass die letzten Jahre wirklich massiv jetzt diese Informationstechnologie als Risikotechnologie hervorkommt. Früher waren es eher mehr diese chemischen Sachen oder wir haben parallel auch diese Klimawandelprobleme oder Gentechnologie, aber es ist massiv, das ist fast die Hälfte unserer Arbeit, die sich wirklich jetzt mit IT-Problemen, das hat sich wirklich auch in der Schnelligkeit, wie wir heute gehört haben und in diesen vielen Szenarien, das überhaupt auch zu verstehen, weil wir versuchen auch vorbereitend eben Begriffe und Verständnisse und was heißt Vertrauenswürdigkeit und welche Möglichkeiten, welche Grenzen und das ist bei uns, wie es bei uns eigentlich verändert wurde. Im juristischen Sie können ruhig antworten. Ich glaube, wir haben einen Menschen im Hintergrund, der immer unsere Mikros hoch und runter zieht. Ja, also im juristischen Bereich ist das mit der KI ja noch recht klein geblieben. Also es gibt ja aktuell den Entwurf zur KI-Verordnung und der regelt ja auch nur einen Teil. Also es gibt verbotene KI und es gibt Hochrisiko-KI, aber die ganzen anderen Bereiche fallen aktuell ja noch aus dem Regelungsbereich einfach raus. Da muss man dann beobachten, wie sich das die nächsten Jahre einfach auch noch entwickeln wird. Genau, also im staatlichen Bereich, speziell am BSI, muss ich sagen, da ist tatsächlich zum Glück einiges passiert. Wenn man mal zurückschaut, 2019 waren wir noch bei ungefähr 600 Mitarbeitern, sind jetzt über 1400 innerhalb von 3 Jahren geworden. Also man sieht, da ist wirklich die Dringlichkeit des Themas auch bei der Bundesregierung angekommen, allgemein im Bereich Cybersicherheit, aber auch im Bereich KI. Da hatten wir vor nicht allzu langer Zeit bisher nur ein Referat, jetzt haben wir 3 bis 4, die sich der Thematik annehmen. Also mich freut es tatsächlich, dass dieses Thema da jetzt auch mehr im Fokus ist und dass wir da auch jetzt viel Energie, viel Forschung reinstecken können und da auch europäisch wirklich eine Vorreiterrolle einnehmen können, weil im Ausland ist man da tatsächlich noch nicht so weit leider. Ja, also auch innerhalb der Psychologie ist dieser Trend klar erkennbar. Also wirklich vor ein paar Jahren war es noch sehr, sehr reduziert, wie viele Psychologen in diesem Feld jetzt arbeiten. Aber mittlerweile ist es also innerhalb der Psychologie ist es so, ich bin in der Arbeits- und Organisationspsychologie tätig. Dieser Zwischenbereich Psychologie und KI wird man eher so als Mischung zwischen der Arbeitspsychologie und der Ingenieurspsychologie irgendwo dort ansiedeln. Das ist auch innerhalb der Psychologie immer so ein bisschen Identitäts-, muss man sich umschauen, wie man sich jetzt bezeichnen würde. Aber es ist so ein krasser Trend auch erkennbar, dass es da immer mehr auch Bewegungen gibt und immer mehr auch Studiengänge auch gibt oder beziehungsweise, dass solche Sachen auch mit ins Studium mit reingezogen werden und in der Arbeit, in der Forschung auch weiter voranschreiten. Ich würde noch eine individuelle Einschätzung von Ihnen interessieren, wo Sie sich in der Entwicklung in Ihrem Bereich gerade sehen. Also wenn Sie sich mal mit vielleicht Surferinnen oder Surfern vergleichen, surfen Sie quasi auf der Welle und sagen, wir sind gerade in unserem Bereich, halten wir Schritt mit der Entwicklung, also wir sind mit dabei oder sind Sie vielleicht hinter der Welle und sagen, wir müssen da noch aufholen, da gibt es noch extrem viel Nachholbedarf oder sind Sie vielleicht vor der Welle, auch wenn es wahrscheinlich in der realen Welt nicht möglich ist, aber in der virtuellen ist ja viel möglich. Was würden Sie sagen? Also wir sind bestimmt hinter der Welle. Also was die Detektion betrifft, das ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel sicherlich. Also das sage ich jetzt mal so. Aber auch was die Regulierung betrifft, die kommt einfach auch eben nur langsam. Das ist eben durch diesen Prozess der Abstimmungen. Das geht eben auch nicht schneller. Und die Technologie, die verselbstständigt sich und wir rennen hinterher sehr stark. Auch wieder die Geschwindigkeit, die wir heute gehört haben. Ja. Also die juristische Welle, die hat sich da, glaube ich, noch gar nicht so richtig gebildet, weil wir ja noch gar keinen Rechtsakt haben, auf dem wir da rumhacken können. Aber tatsächlich, das Interesse ist sehr groß und man will das auch natürlich mitnehmen und auch diese Bereiche erfassen. Und gerade dadurch, dass diese Entwicklungen ja tatsächlich da sind, müssen sie ja juristisch irgendwie erfasst werden. Das passiert natürlich zunächst anhand der allgemeinen Sachen, aber geht natürlich dann mit den Regelungen viel mehr in den Spezialbereich. Und da wird dann die Welle auch anlaufen.
Genau, bei uns ist es ganz interessant. Bei uns ist es sowohl als auch. Also wir haben Budgets, KI-Budgets, mit denen wir Forschung auch fördern. Also wir sind da wirklich an vorderster Front mit unserer Forschung, mit den Erkenntnissen, die wir auch generieren. Das Problem ist nur, bis diese Erkenntnisse dann wieder in die Gesetzgebung gekommen sind und bis sie dann irgendwann später im juristischen Bereich landen oder in der EU umgesetzt werden. Man hat es auf der Folie eben gesehen, da gehen schon ein paar Jahre ins Land und da auf der Gesetzgebungsebene ist man natürlich relativ weit hinten. Und das ist ein gewisses Problem, wo ich mich auch freuen würde, das wäre wahrscheinlich eher wieder eine Frage an die Juristen, ob man das vielleicht irgendwie etwas dynamischer, etwas schneller gestalten könnte, weil das ist gerade bei so einer Technologie wie KI, wie auch bei Digitalisierung, wo wir in Deutschland auch offensichtlich Probleme haben, da wäre das wichtig, dass man das irgendwie vielleicht noch hinbekäme. Also um jetzt von der psychologischen Forschung zu sprechen, ist es halt so, dass wir teilweise auch diesen einen Strang haben, wir versuchen Sachen, die es jetzt gerade schon auf dem Markt gibt oder die eingesetzt werden, die halt jetzt halt auch zu testen und zu schauen, okay, was macht das mit den AnwenderInnen, wie sieht es da mit dem Vertrauen aus, mit der Akzeptanz, aber als Forschende haben wir natürlich auch immer die Ambition, vor die Welle zu gehen, also dass wir teilweise Studien machen und Situationen kreieren, die potenziell, also mit hypothetischen Situationen oder Use Cases arbeiten, die irgendwann mal halt möglich sind, die aktuell mit der KI noch nicht so möglich sind, beziehungsweise die jetzt noch nicht eingesetzt wird, um dann nachher sagen zu können, okay, wir müssen das jetzt vielleicht so gestalten, damit es dann letztlich auch in den richtigen ankommt bei den EndnutzerInnen. Mhm. Ja. Ich schaue noch einmal in die Runde, es gibt noch eine Frage. Ja, dann wird das Mikrofon zu Ihnen, hier vorne direkt in der dritten Reihe. Ansonsten schon mal melden, wenn noch jemand eine Frage hat. Da ganz hinten sehe ich noch eine Frage. Frau Dr. Janel hatte das Thema Liars Dividend angesprochen und welche Wirkung Desinformation und auch von KI geprägter Desinformation auf unseren Umgang mit Medien hat. Und wir sind ja auf der Medientriennale, deshalb wüsste ich gern von den Podiumsteilnehmern, gerade auch vielleicht mit Blick aus der Psychologie, wie sie das einschätzen. Wenn wir von Nutzer-Awareness sprechen, dann sagen wir immer, die Nutzer müssen in gewisser Weise misstrauischer gegenüber Medien-Content werden. Führt das dazu, dass wir alle Medien nur noch mit einem riesigen Misstrauen wahrnehmen können und eigene journalistische Rechercheleistungen erbringen müssen, um Medien zu nutzen? Ich kann vielleicht insofern darauf antworten, dass das jetzt gar nicht nur speziell an diesen Deepfakes auszumachen ist, sondern man sagt ja auch in der Soziologie, wir sind in einer postfaktischen Gesellschaft. Das ist schon ein Symptom, das ist schon die ganze Gesellschaft, das ist das Charakteristikum, dass wir überhaupt gar keine Sicherheit mehr haben in Fakten, in Personen, in Dinge, dass alles so schnell ist, alles so komplex ist, so systemisch ist. Und dieses Beispiel der Deepfake zeigt eigentlich auch wieder sehr einfach konkret die Verunsicherung der Gesellschaft. Und das, also meines Erachtens ist es bei diesen ganz vielen Problemen, die vielleicht heute auch noch angesprochen sind, ein sehr zentrales, wichtiges, gesamtgesellschaftliches Problem, was wir haben, diese Unsicherheit. Die, ja, ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet. Vielleicht kann ich auch noch kurz was dazu beitragen. Also ich vermute mal von Hand, wie Sie das gesagt haben, dass man selbst recherchiert und überprüft, kann man theoretisch machen, macht aber keiner. So, wie gehen wir damit um? Meiner Meinung nach könnte eine mögliche Lösung dazu technische Hilfsmittel sein. Und da gibt es, glaube ich, auch noch eine Ausstellung und nachher noch einen Beitrag dazu, wie man sowas automatisiert über KI, über Technik machen kann, dass man den Nutzern etwas an die Hand geben kann, damit sie abschätzen können, ob das jetzt ein echter Beitrag ist oder ein nicht echter Beitrag. Und ich denke, nur über die Methode geht das. Und das ist auch etwas, mit dem sich das BSI im digitalen Verbraucherschutz mit beschäftigt, wo momentan auch ein heißes Thema ist, was noch in der Forschung ist und wo wir dann vielleicht hoffentlich in ein paar Jahren, wenn das Ganze serienreif ist, auch den Nutzern wirklich an die Hand geben können. Genau, das ganze Thema wird uns heute noch beschäftigen. Ich habe noch eine Frage, hatten wir noch, und dann würde ich Sie um eine kurze Antwort bitten mit Blick auf die Uhr. Und ansonsten lade ich Sie gerne natürlich dazu ein, die Referentinnen und Referenten in der nächsten Pause nochmal anzusprechen. Sie sind ja alle noch da, nehme ich an. Genau, freuen sich dann auch noch über Fragen, beziehungsweise in den kommenden Runden wird auch noch Gelegenheit sein. Bitte. Andreas Holz, Audiotainment Südwest, hallo.
Meine Frage geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Ich habe mich gefragt, wir sind ja nun Medienvertreter, wir sind sozusagen der Link zu dem Nutzer, wir sind der Link zu dem Publikum. Vielleicht eine Frage an Frau Dr. Janel oder Herr Dr. Raber. Glauben Sie, dass das Wissen über die Technikfolgenabschätzung, dass die schon weit genug vorangeschritten ist? Also ich würde mal sagen, die meisten kennen künstliche Intelligenz in Form von nutzbarer, also eine WhatsApp wird mir im Auto vorgelesen, die App steuere ich mit Sprachbefehl, Alexa kann von meinem Kind gesteuert werden, Deepfake habe ich vielleicht mal bei Social Media gesehen als wichtiges Bild oder witzigen Film. Glauben Sie, dass wir da genug Informationen ins Publikum bringen oder müssen wir da als Medien die Schwerpunkte ein bisschen anders legen? Darf ich ganz kurz? Ganz spontan, ich glaube, es geht nicht nur um Information und Wissen, sondern auch um die Bewertung und um die Einschätzung, um die Befähigung, also und um die, ja, dass man damit umgehen kann. Also gar nicht so das Problem der Information alleine, sondern man muss das auch einschätzen, man muss damit umgehen können. Und vielleicht, wenn ich noch einen Satz sagen darf, ich habe das gerade letzte Woche gehört, also auch so Detektionen von Deepfakes und so, das ist alles möglich, da gibt es viele Techniken, aber man ist im Moment gerade mal dabei, 10-20% solcher Inhalte zu detektieren. Also man ist wirklich noch immer einen Schritt hinterher. Ich bin jetzt nicht der Spezialist, Sie können mir widersprechen, aber es ist auch noch schwierig, also wirklich da mit der Technik auch verlässliche Instrumente schon bereitzustellen. Ja. Genau. Aber Sie können mir gerne jetzt... Nee, haben Sie schon völlig richtig gesagt. Also die Erkennung von solchen Dingen, das ist momentan noch Forschung an vorderster Front. Also es ist, wie gesagt, noch nicht so weit, dass man das auch einem Endnutzer ohne weiteres an die Hand geben kann. Meiner Meinung nach sind es aber weiterhin, auch wenn es das irgendwann mal gibt, nur Hilfsmittel. Ja? Also es wird nie ein komplettes System sein, auf das man sich zu 100% verlassen kann und das dann einfach macht. Dafür ist KI nicht geschaffen. KI ist ungenau, KI basiert auf Wahrscheinlichkeiten und kann nie zu 100% korrekt sein. Und deswegen hilft nur das, was wir jetzt auch im digitalen Verbraucherschutz schon anbieten, und zwar, dass wir die Endverbraucher entsprechend aufschlauen, sei es im Bereich KI, sei es im Bereich Medien. Natürlich muss der Endverbraucher da auch eine gewisse Zeit dafür aufbringen, um sich auch zu informieren. Deswegen verlieren wir da aktuell noch viele. Aber ich denke, nur in Kombination mit solchen Tools, die dann einen ersten Schritt liefern, vielleicht die Nutzer auch motivieren, sich mit dem Thema zu beschäftigen und mit einem informierten Endnutzer, Endverbraucher, Medienkonsumenten, nur wenn man beides kombiniert, kann man da eine wirklich gute Lösung schaffen. Gute Worte zum Schluss. Vielen Dank an unsere Referentinnen und Referenten. Applaus